Hallo, ich bin Susanne Czarnecki und Lehrerin an der Tierparkschule. Der Tierpark ist ein außerschulischer Lernort in Berlin. Hier könnt ihr vor Ort mehr über die Umwelt, die Natur und die Tiere erfahren. Heute geht es um die Frage, wie und warum der Mensch Haustiere hält und welche Unterschiede es zwischen den Wildtieren und unseren Haus- und Nutztieren gibt. Nehmen wir als Beispiel das Przewalski-Pferd. Wiederverwilderte, domestizierte Pferde, auch asiatisches oder mongolisches Wildpferd genannt. Es ist robust und kräftig, perfekt an seine raue Umgebung, die mongolische Steppe, angepasst. Deutlich erkennbar sind auch die kurze stehende Mähne und der typische Aalstrich, der dunkle, schmale Streifen entlang des Rückens. Warum und wie sich die heutigen Hauspferde entwickelten, möchte ich jetzt genauer erklären. Unsere Hauspferde sind domestizierte Formen der Wildpferde. Das heißt, sie wurden vom Menschen zu einem bestimmten Zweck gezüchtet. Deshalb sind sie vom Aussehen her auch alle sehr unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel die großen, schlanken Rennpferde mit ihren langen Beinen. Oder die intelligenten und verlässlichen Turnierpferde. Und auch die Fjordpferde. Hier ist sogar noch der alte wilde Aalstrich zu erkennen. Ein schwarzer Strich entlang des Rückens. Kaltblüter und Ponys dienten früher vor allem als Nutztiere. Genügsame, robuste Arbeitstiere, die mit geringem Aufwand gehalten werden konnten. Die Arbeitstiere wurden zum Ziehen schwerer Geräte, zum Beispiel Ackergeräte, zum Pflügen eingesetzt und vor allem zum Transport von Lasten, Waren und Menschen genutzt. Vor der Erfindung der Eisenbahn waren Ponys und Pferde allgemein ein wichtiges Verkehrsmittel. Vielleicht sogar das Hauptverkehrsmittel überhaupt. Damit die Hufe sich durch das häufige Reiten und später auch das Ziehen der Kutschen auf befestigten Straßen nicht so leicht abrieben, fing man damit an, die Pferde zum Schutz mit sogenannten Hufeisen zu beschlagen. Heute sind Ponys für Kutschfahrten und als Reittiere sehr beliebt. Oder man hält sie sich als Haustiere, um sich einfach nur an ihnen zu erfreuen und sie zu streicheln. Domestizierte Tiere empfinden menschliche Nähe nicht als störend. Allerdings muss man darauf achten, dass die Tiere artgemäß gehalten werden. Das heißt zum Beispiel, dass sie einen großen Stall mit Rückzugsmöglichkeiten haben, ebenso genügend Auslauf bekommen und Beschäftigung erhalten. Außerdem muss unbedingt berücksichtigt werden, ob die Tiere einzeln gehalten werden können, wie zum Beispiel der Hund, oder ob eine Gruppenhaltung nötig ist, damit sich die Tiere wohlfühlen, wie hier bei unseren Kaninchen. Als wirtschaftliche Nutztiere dienen Kaninchen einem anderen Zweck. Früher war ihr wärmendes Fell zur Herstellung von Pelzen und Decken sehr beliebt. Heute erfreut manch einer sich vor allem an Weihnachten an einem Kaninchenbraten. Als Haustiere werden Kaninchen vor allem wegen ihres Kuschelfaktors gehalten. Als Freude am Zusammenleben. Ne, ist ja auch irgendwie ein Nutzen, ein privater Nutzen sozusagen. Das heißt aber auch, dass man Verantwortung für seine Mitbewohner übernimmt. Das heißt, dass man sie regelmäßig pflegt, füttert, sich um sie sorgt und auch beschäftigt. Ich könnte euch noch vieles mehr erklären. Die sinnvolle Haltung von Nutztieren im Unterschied zur Massentierhaltung zum Beispiel. Oder wie man ein Tier nennt, das gleichzeitig Nutztier und Wildtier ist. Kommt doch einfach zu einer Schulführung vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis bald im Tierpark.